Willkommen im Krypto-Café, meine Lieben. Mein Name ist G und es sind fast 30 Grad draußen und ich denke, jeder sollte so einen Ventilator haben bei sich. Ja. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich werde auf jeden Fall den ganzen Tag mit so einem Teil mit mir herumlaufen, weil sonst das kaum auszuhalten ist. Schauen wir mal, was die Welt der Kryptos so vor sich geht. Ja. Wir haben gestern einen kleinen Rücksetzer gemacht, was Bitcoin und Ethereum angeht, aber das ist jetzt nichts Überraschendes. Wenn ihr mal zurückguckt, es war schon öfters so gewesen, dass vor dem Wochenende, also freitags vor allem, dass die Kurse ein bisschen runtergehen. Das hat einfach auch, ich denke, damit zu tun, dass Leute oder viele institutionelle Anleger, ja, bevor das Wochenende losgeht, ein bisschen Gewinn mitnehmen, ja, und so, wenn eben Verkaufsmenge da ist, dass der Preis auch zurückgeht. Aber wie ihr an den Volumen hier unten seht, ja, das ist nicht wirklich weltbewegend. Das heißt, das ist jetzt kein großer Anzeige für mich, dass es jetzt wieder weiter runter geht oder hoch geht. Ihr seht diesen Bereich, den habe ich auch schon in meinen früheren Videos ziemlich oft erwähnt, dass wir uns eben seitwärts bewegen, sowohl in Ethereum als auch bei Bitcoin. Und dahingehend werden auch die Altcoins entsprechend folgen. Ja. Kommen wir mal zu den News. So, was haben wir hier Schönes? Genau, diese ESG-Geschichte, ja, das habe ich mich mal in den letzten Tagen ein bisschen eingelesen. Ja, ist ziemlich komplex. Also ESG steht für diese ganzen Umweltgeschichte, ja, Umwelt, Soziales und Governance. Und das ist so eine neue Bewegung, ja, die seit, keine Ahnung, ein paar Jahren auf den Börsen und so stattfinden. Und da gibt es einen großer Treiber hinter dieser ganzen Bewegung, der heißt BlackRock. Ja? Also es sind auch andere Firmen, die da drunter, aber BlackRock ist eben eine der größten Vermögensverwaltungen weltweit und mit, keine Ahnung, 20, 30 Trilliarden verwalteten Vermögen oder Fonds. Und die haben das initiiert, ja, dass die gesagt haben, pass auf, in 10 Jahren wird kein einziges Unternehmen mehr Fonds oder Investitionen tätigen, in irgendwas, was nicht mit umweltmäßig positiv ist und so weiter und so fort. Ja. Genauso andersrum auch, wird kein einziger Firma mehr Darlehen oder sowas bekommen, die insofern nicht ESG-konform ist. Ne? Also zum Beispiel carbonneutral, Kohlendioxidneutral und so weiter und so fort. Und aus diesem Grund heraus ist natürlich auch mit Elon Musk durchgegangen, dass er gesagt hat, okay, gut, Bitcoin, ne, trennen wir uns doch von, ja, weil wenn die nämlich staatliche Förderung und so weiter haben wollen, ja, und Bitcoin gleichzeitig benutzen, könnte man natürlich das anbringen als Gegenargument und denen irgendwas verweigern, ne, Zuschuss oder sowas in der Art. Und da kann ich das schon nachvollziehen, dass er plötzlich eine Kehrtwende macht. Ja. Und in diesem Artikel geht es einfach nur darum, dass eben auch auf Wall Street das eben noch sehr kontrovers ist, ja, inwiefern man Bitcoin-Industrie da eben investieren sollte oder nicht und so weiter. Und ich habe hier ein schönes Video, ist nur 2 Minuten, ist auch relativ lustig gemacht, werde ich euch unten verlinken, ist kurz erklärt. Ich kannte zum Beispiel BlackRock auch nicht dahingehend, dass die zum Beispiel diese ganze ESG-Geschichte vor sich treiben, eben nur den Namen, ja, dass das ein großer Konzern ist. Und kommen wir zum nächsten. Goldman Sachs hatten wir doch gestern im Video, oder? Aber auch schon davor. Die konnten sich, wie gesagt, lange nicht entscheiden, ob die jetzt für Bitcoin oder gegen sind oder ob in Krypto investiert werden sollte oder nicht, ja, also im Öffentlichen, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die hintenrum schon sich längst entschieden haben, dass sie daran partizipieren werden und wollen und auch ordentlich schon was angesammelt haben. Mitten in diesen ganzen Absturz und so weiter, ja, der nicht natürlich ist. Und was ist jetzt passiert? Naja gut, die haben ich glaube gestern, genau, gestern haben die dort die Nachricht verbreitet, dass Krypto keine Asset-Klasse ist, oder? Oder in die man investieren sollte. Haben die ja der breiten Bevölkerung davor gewarnt. Wieder mal. Und jetzt kommt heraus, ja, dass die über Galaxy Digital, natürlich ein anderes Großunternehmen, was auch schon länger im Bitcoin investiert und, ne,
ist, dass sie darüber anfangen, jetzt Bitcoin Futures zu handeln. Ja? Also, alles wie vorher vermutet, ja, was viel natürlich als Spekulation und Gerüchte und auch als Verschwörung teilweise sogar abgestempelt worden ist, kommt alles langsam an die Wahrheit, ja, nach und nach, dass die natürlich, ne, ist klar. Zentral, das ist eine gute Nachricht, ja. Ich meine, die IMF und die Weltbank, ja, haben ja beide abgelehnt, dass die El Salvador unterstützen würden bei der Umstellung auf Bitcoin als zweite Nationalwährung. Und das war ja auch zu vermuten gewesen, ja. Und aber jetzt hat immerhin die Zentralamerika, die Bank für ökonomische Integration von Zentralamerika El Salvador zugesprochen, dass die denen dabei helfen werden, ja, den Bitcoin das umzusetzen. Und wenn man sich halt anguckt, ja, was für Länder da drin eben vertreten sind, dann ist es natürlich verständlich. Ja. Ich meine, es sind ja auch viele Länder nach El Salvador, ich glaube, da gibt es eine Liste, die ist halbe Dutzend Länder sind dabei und vor allem viele lateinamerikanische Länder, ja, die gesagt haben, wir wollen das auch machen mit Gesetz. Und ich glaube, viele sind tatsächlich gespannt, wie das sich umsetzen lässt und auch wie das läuft in El Salvador, weil es so eine Art Testszenario oder Probe, ja. Und weil es eben relativ klein ist, ist natürlich die Umsetzung auch entsprechend vom Umfang her und von der Komplexität her einfacher, ja. Und und diese Länder sind ja natürlich alle in dieser zentralamerikanischen Bank vertreten und ich glaube, wenn eben genug Leute Interesse daran äußern oder berechtigte Interesse daran haben, ja, monetär, also mit Geld, werden die das auch machen. Ja. Wir sind sehr optimistisch. Ich finde natürlich, dass das relativ schwer innerhalb so kurzer Zeit, also 3 Monate, komplett umzusetzen. Das Einzige, was vorteilhaft ist, natürlich, dass diese Strike-App von Miller da schon länger gelauncht wurde und dort auch sehr verbreitet ist. Und natürlich, dass das Land an sich sehr klein ist. Ne? Und das heißt, wenn es einen Ort geben sollte, wo man mit so etwas als Versuchsland starten sollte, dann wäre El Salvador tatsächlich ein relativ guter Kandidat. Ja. Wir bleiben gespannt, wie das läuft in 90 Tagen, also es sind noch 80 oder so, aber wie das tatsächlich läuft, wenn es komplett als legaler Zahlungsmittel umgesetzt wurde. So, nächster Punkt, Dogecoin gegen Shiba Inu. Ist ein guter Artikel, nicht zu lang, nicht zu tief geschrieben, auf die Hauptpunkte mal eingegangen. Ich finde es schade, dass die nicht auf diese ganzen Aspekte, die ich in meinen früheren Videos immer erwähnt habe, warum ich zum Beispiel nicht in Meme-Coins investiere generell oder nicht in Shiba Inu insbesondere, ja, weil mich da einige Sachen dran gestört haben und es bleibt trotzdem weiterhin so, ja. Auch nachdem Shiba dies und das und alles getan haben und auch Dogecoin, ja, ist weiterhin Meme-Coin. Und das Problem bei Meme-Coin ist natürlich, es ist ein Meme, ja, das heißt, das hat keinen tatsächlichen Anwendungszweck oder eine Anwendung, die dahinter steckt, sondern ist rein spekulativ und viele sagen ja auch, wenn es aber aus der Meme-Coin-Bewegung heraus entstanden ist, aber eine gewisse Größe erreicht hat, dass es eben eine Adoption in der generellen Bevölkerung oder in der Industrie findet, dann ist es legitim. Kann man sagen, ja, könnte man so behaupten, aber könnte man natürlich auch sagen, ja, hier, ich habe auch in USA, in Texas ist das, ne, ein Grocery Giant, also eine Einkaufskette, ja, HEB heißen die, werden demnächst ATMs mit Bitcoin und Dogecoin ausstatten, ja. Und es gibt auch andere Sportvereine und so weiter und so fort, die gesagt haben, ja, wir akzeptieren Dogecoin oder, ne, wir teilen Dogecoin aus und
ich bin trotzdem sehr skeptisch, ja, gegenüber allgemein, gegen Memecoin und Dogecoin. Ich habe vor einiger Zeit mal gesagt, ich habe da eine minimale Position, so groß wie ein halber oder ein Drittel von einer normalen Small Cap Position. Einfach um des Spieles willen, ja, ein bisschen den Spieltrieb zu befriedigen, ja, um zu gucken, was da passiert. So wie Lotto spielen, ne? Ja. Nächster Punkt. Spanischer Bank BBVA, also eine der größten Banken, werden in Schweiz ihren Bitcoin-Handel eröffnen. Ah, Moment, wie war das noch? Die Banken haben doch alle davor gewarnt mit Bitcoin, oder? Haben die nicht davor gewarnt? Naja, gut, vielleicht hat sich die Bank eben auch anders überlegt plötzlich, ja. Nachdem der Absturz da war und die ordentlich was dazu gekauft haben, och, ist vielleicht doch nicht so schlecht, ja. Könnten wir doch vielleicht ein bisschen damit handeln. Ne? Ist aber vorher natürlich nicht so gewesen, dass die gesagt haben, das ist überhaupt nichts für uns, ja, und so. Also ihr seht, wohin es, in welche Richtung das geht, ja, das, ich weiß, die Gefahr ist da, ich wiederhole mich bei jedem Video, ja, aber meine Meinung ist einfach, dass, dass viel in den Medien an Furcht und Zweifel verbreitet wird, vor allem um Leute abzuschrecken, die sich nicht tatsächlich täglich mit der Materie beschäftigen und auch nicht Interesse daran haben, ne, tief da einzutauchen, und sondern einfach nur schnell ein bisschen Geld, ne, machen wollen. Das wollen natürlich alle, ja, jeder von uns. Auch ich bin nicht umsonst hier, ja, also in Yield Farming, um einfach Spaß zu haben, sondern um Vermögen aufzubauen, ja. Aber bei Bitcoin, und ich habe auch jeden meinen Verwandten, Bekannten allen gesagt, ich kaufe Bitcoin nicht, um zu spekulieren, sondern das ist für mich eine Langzeitanlage, ja, die ich für als Altersvorsorge für die Kinder, für die Familie auf in 10, 20, 30 Jahren, ja, anlege, statt in, was man vor 10 Jahren, 15 Jahren gesagt hat, kauft euch MSCI, irgendwelchen Indexfonds und pipapo, die werden euch 5% pro Jahr geben und so weiter und so fort. Ich weiß ganz genau, ich meine, von meiner Familie, die haben auch gekauft, ja, damals vor 15, 20 Jahren, ja, weil das überall, auch durch die größten Banken, durch die öffentlichen Medien überall verbreitet worden ist, ja, kauft das ist sicher, ja, da bezahlt ihr zwar ein bisschen an Gebühren und so weiter, aber langfristig gesehen, ne, habt ihr Bonus da draußen. Und ich weiß, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, haben meine Familie es verkauft, ja, die Position. Eines von denen war, ich glaube, mit 10% oder 15% im Plus, ja, müssen wir mal bedenken, nach 15 Jahren. Und das andere war sogar im Minus mit, ich glaube, 7 oder 8%, ja. Also, ihr seht, wohin die Reise geht. Das reimt sich tatsächlich, ja. Das ist auch ein lustiger Artikel, ja, das es passt wie eins zu eins aufs Auge, wie das Video von gestern. Sollt ihr euch mal reinziehen, ja, da habe ich auch gesagt, Goldman Sachs leicht sichtig verwirrt, ja, die sagen auch von heute auf morgen, ja, das ist eine Assetklasse, nee, das ist keine Assetklasse, ja, wir sollen in Bitcoin investieren, nee, wir sollen nicht in Bitcoin investieren. Und die kommen hier zu dem Schluss, dass innerhalb Goldman Sachs, ne, das ist halt auch ein großer Trupp, sich die Meinung scheiden, ja, ob Bitcoin eine Assetklasse ist oder nicht, ja, und so viel dazu. BlackRock, genau, habe ich erwähnt, die Charts sind auch durchgegangen, ja. Ihr seht, es gibt nicht wirklich viel News, und solchen kleinen Bewegungen, die sind jetzt für mich nicht wirklich auch eine Bedeutung oder eine Analyse wert. Ja. Es gibt große Analysten, Chart-Analysten, sage ich auch fast jedes Mal, die sich die Charts angucken und einen Namen aus der Schublade holen, ob das heute Wyckoff ist oder morgen sonst wer, ja. Und die sagen, oh, guck mal, das passt 1:1, wie diese Vorgabe, der Muster, und wir sagen euch voraus, wo der Bitcoin morgen steht, ja. Könnt ihr alle in die Tonne klatschen. Ja, ich habe das auch am Anfang ziemlich oft geguckt, solche Videos, aber an irgendeinem Punkt merkt ihr einfach, der Chart, der macht, was er will, ja, und diese Chart-Analysten, egal ob die richtig liegen oder falsch liegen, danach haben die immer eine Erklärung, immer haben die eine Erklärung, warum das so ist und wie sie das auch selbst vorhergesehen haben und wie sie sich selbst, also was mit ihren Vermögen und Investitionen oder Trading-Position angeht, rechtzeitig rausgekommen. Habt ihr schon mal gesehen, dass irgendein großer YouTuber, der Trader ist, ja, der gesagt hat, oh,
gestern habe ich mit meinem Trade 50.000 Minus gemacht, ja, und so weiter und so fort. Nee, da ist keiner dabei, aber die zeigen euch, ey, hier, guck mal, meine Trading-Position, hättet ihr das so gemacht wie ich, ja, 2 Millionen direkt innerhalb 2 Stunden gemacht, ja, und geht auf Bybit, ne, da kriegt ihr noch 2.000 Bonus dazu, wenn ihr eure ersten Einzahlungen macht und so weiter. Also, Chart-Analysten, das ist kein Hobby, ja, das sollte man auch nicht als Hobby betreiben. Ich habe früher auch Chart-Analyse gemacht, das war noch in der Aktienzeit vor 15 Jahren, und auch selbst Skripte geschrieben, ja, um diverse Strategien miteinander zu kombinieren, um Signale zu erzeugen, Kauf-Verkaufssignale, und bin auch richtig auf die Fresse geflogen, ja, und habe dann auch aus dem Schreck heraus praktisch 10 Jahre lang überhaupt nichts gemacht, ja, weder Aktien noch irgendwas. Das ist ein Job, ja, das ist ein Vollzeitjob, wenn man das machen will, und wie jeder andere, das ist keins, wo man einfach von heute auf morgen, hey, so eine Goldesel zu Hause hätte, ja, das ist natürlich ein Traum. Ich habe auch deswegen davon geträumt, ja, irgendwo am Strand zu sitzen, 2 Stunden am Tag auf die Chart zu gucken, ja, ein paar hundert oder sogar 1.000 Euro dadurch rauszukriegen und praktisch sich, ne, mit 30 in Rente zu setzen, ja. Aber 99% der Hobby-Trader scheitern oder verlieren Geld, ja. Muss man immer im Auge behalten. Also die Chart im Großen und Ganzen Seitwärtsbewegungen, wie schon seit 2-3 Wochen, da passiert jetzt aktuell auch nicht viel, meiner Meinung nach. Ich werde heute und morgen noch ein Update-Video machen, weil, ne, nachdem das Iron Finance natürlich gescheitert ist, war ich auch selbst auf der Suche nach weiteren ertragreichen Quellen, was Yield Farming angeht, und auch Stablecoin Farming vor allem, ja, das heißt, man praktisch mit wenig Schwankungsrisiko möglichst viel Zinserträge generieren kann. Kommt heute oder morgen, ja, bleibt dran, gebt mir ein Like und ein Abo, falls euch mein Content interessiert oder gefällt. Das würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Bis dahin, genießt die Zeit, genießt das Wetter. Mein Name ist G aus dem Crypto Café. Ciao, ciao.